Ja, also mein Ernst, ich will dir was über Dosenbrot erzählen. Also Brot in der Dose. Und wenn du wissen willst, was es kann und ob es auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier von Waldurlaub.at, vom Buschkraftareal. Es ist schön, dass du da bist. Dosenbrot, also Brot in der Dose. Der große Vorteil bei diesem Produkt hier, dass es billige Eigenwerbung auch bei mir im Shop gibt, Link gebe ich da unten, dass es Vakuum, Luft- und wasserdicht verpackt ist. Das bedeutet, das Brot, da kann nichts ran. Also erstens einmal vor Ungeziefer, also vor irgendwelchen Lagerschädlingen wie Mäusen oder anderen kleinen Insekten geschützt. Das ist einmal gut. Das zweite ist, wenn du das zum Beispiel in einem Keller hast, der ein bisschen feucht ist, ist das dem Brot vollkommen egal. Denn es ist ja luftdicht verpackt. Auch wasserdicht verpackt, das ist, eine recht tolle Sache. Jedoch, und das muss man halt schon dazu sagen, es hat halt einiges an Volumen. Das ist das andere. Das bedeutet, wenn ich das jetzt vergleiche zu diesen kleinen Backern von Conva, die ich auch schon einmal vorgestellt habe, Link gebe ich da oben beim i, wenn dir das interessiert, dass einerseits für den Krisenvorrat gedacht ist, aber natürlich auch für unterwegs, denn das kann man sehr klein und leicht zusammenpacken, ist auch vakuumverpackt und alles. Hat das hier schon gewisse Nachteile, das muss man wissen, aber es ist zum Beispiel etwas A für den Krisenvorrat und B, wenn man campt mit einem Auto oder mit einem Van, ja, so irgendwas, ja. Wenn ich das tragen müsste, wenn ich das wirklich tragen müsste, dann wäre das hier meine Wahl. Gut, schauen wir uns das Dosenbrot an. Es gibt es eigentlich in zwei Sorten, aber in meinem Shop gibt es nur in Vollkorn. Vollkorn, ja, Vollkorn, weil das Pumpernickel, das schmeckt so fürchterlich, dass ich, wie nennt man das, politisch korrekt, Brechreiz kriege. Eigentlich würde ich sagen, ich speib mich an, wenn ich das essen muss, aber das sage ich nicht. Dieses Dosenbrot, wie gesagt, vakuumverpackt, hier ist so ein, und dann macht es auf, dann, und schon kommt der wunderbare Vollkorngeruch, Vollkornbrot. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Brot. Es ist auch wirklich in Ordnung. Ich habe solche Brote selber schon seit vielen Jahrzehnten, kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt ein bisschen über 40, aber 20 Jahre habe ich schon Erfahrung damit. Und manchmal passiert es, dass da das Teil da drinnen zu schimmeln anfängt. Ja, dann haben die bei der Produktion nicht hundertprozentig sauber gearbeitet. Was bedeutet, dass hier irgendwelche Schwammerl, also Pilze, Schimmelpilze, wachsen und das ist recht unangenehm. Ist mir schon einige Male passiert. Merkt man von außen überhaupt nicht. Also ich hatte noch keine Dose, die sich aufgebläht hat, aber ich habe das schon häufig gehabt, dass es häufig, also hin und wieder gehabt, dass es angeschimmelt war. Weil das ist schon, das siehst du jetzt natürlich nicht, aber es ist leicht feucht. Also jetzt nicht so, dass ich es ausringen kann oder vlatsch, vlatsch und hier jetzt das Saft auf die Kamera fällt das nicht, aber es ist halt leicht feucht. Von der Haltbarkeit, was haben wir jetzt hier bei diesen hier? Da unten steht es bis ins Jahr 2023. Aber ich kann dir sagen, dass das das Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Wenn du es überlagerst, dann passiert Folgendes, dass das da irgendwie trocken wird. Aber es wird dadurch nicht schlecht. Überhaupt nicht. Meine Erfahrung dazu. Kann man trotzdem sagen, dass man es insgesamt überlagern soll? Nein, natürlich nicht. Dieses Brot ist ein richtiges Vollkornbrot. Also wenn du das magst, wenn du das gut findest, wirst du an dem Geschmack finden, also Vollkornbrot magst, weil es durchaus in Ordnung ist. Da gibt es überhaupt nichts. Es gibt auch andere Brote, Weißbrot zum Beispiel, von einem anderen Hersteller. Da muss ich dir aber eins sagen. Das ist irgendwie, wie soll ich sagen, wenn ich da rausgehe und zu einer Fichte marschiere, oder da zu einer Fichte marschiere und mir da so Sägemehl, also ich säge dir ein Sägemehl und das in eine wunderschöne Brotform bringe und da abbeiß, dann schmeckt das Fichtenbrot besser als dieses Weißbrot. Das haben wir zum Beispiel nicht im Shop, obwohl ich es auch anbieten könnte, aber das taugt man nicht. Aber das Vollkornbrot, das ist durchaus in Ordnung, kann ich empfehlen. Also, eine Sache noch dazu, damit da kein Missverständnis entsteht. Das ist natürlich nichts, was ich in einen Rucksack reinwerfen würde. Weil auch immer wieder Leute wegen Flucht oder Bug-Outback mich fragen, das würde ich nicht tun. Das ist, da ist einfach, sind solche Notrationen die bessere Variante. Okay? Aber wenn du Abwechslung willst im Notvorrat, dann ist das durchaus eine sinnvolle und gute Möglichkeit. Mit ein bisschen Butter oder Aufstrich, Leberaufstrich. Ja. Wenn du dich dann ein bisschen mit Kräuter auskennst, bald, du siehst, dass der Schnee schon weg ist.
schmilzt, bald wird es Bärlauch geben. Den sammeln, klein schneiden, aber nicht mit Maiglöckl verwechseln, ja, und drauf geben. Mm. Super Sache. Mm. Und es schmeckt saftig, mm, angenehm, vollkornig und nicht einfach nach nichts. Hat einen richtigen Vollkorngeschmack. Super Sache. Okay? Das wollte ich mitgeben. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich bei mir im Shop oder auf Amazon oder sonst wo. Kalorien werden auch gefragt, dass, damit ich es gesagt habe. 100 Gramm haben 180 Kalorien. Das heißt, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Convar zum Beispiel, das hat pro 100 Gramm deutlich mehr. Das heißt, wenn es dir um die Kaloriendichte geht, musst du Richtung Convar gehen oder Energie oder andere Produkte. Wenn es dir um Abwechslung geht, im Krisenvorrat zum Beispiel, dann sind ein paar Dosen Brot auf jeden Fall in Ordnung. Und wie gesagt, das mit der Überlagerung, ich habe hier beste Erfahrung gemacht. Und vielleicht das eine noch, da gibt es ja auch diese Geschichte, beziehungsweise ich glaube, der Spiegel hat das rausgebracht, diese Geschichte, dass nicht genau diese Firma, aber Dosenbrotrationen aus dem Zweiten Weltkrieg in irgendeinem Keller gefunden worden sind. Und die haben die aufgemacht und die waren natürlich staubtrocken, ja, und ist einfach nicht mehr so, ist nicht mehr so geschmackig wie jetzt. Aber es war total in Ordnung. War noch essbar. Und wenn es seit dem Zweiten Weltkrieg bis ins Jahr 2000 ungefähr hält, dann wird das wahrscheinlich auch ganz lang unterwegs sein. Ja, das war's. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mal bitte einen Kommentar, ob du Dosenbrot hast und ob du Pumpernickel cool findest oder auch auf Vollkorn stehst. Schreib mal was, das würde mich irrsinnig interessieren. Ob du sowas im Notvorrat hast, ob das für dich ein Thema ist oder du das zum Campen mitnimmst. Das wäre cool, danke, danke. Abo dalassen, da geht es direkt in meinen Shop zu dem Produkt. Billige Eigenwerbung, ganz klar. Ein paar andere Videos, das hat mich gefreut. Dann René Rossmann und Mahlzeit.